Was haben wir hier? Eine Orange. Gut. Moment mal. Oh, Nutella. Perfekt. Lecker. Das Glas ist fast leer. Ich glaube, das ist Sams Glas. Na, da, da. Hab ich dich. Na, da, da, da. Was? Das ist auch halb leer? Sam! Ich bin hier, Susi. Warum öffnest du ein neues Glas, wenn du das alte noch nicht leer gemacht hast? Aber Susi, das Glas ist so tief, dass ich den Boden nicht erreichen kann. Meiner Meinung nach bist du faul, Sammy. Hoppla. Wie viele angefangene Nutella-Gläser sind noch im Kühlschrank? Nur diese beiden, Susi. Wirklich. Bist du sicher, Sammy? Nicht ganz. Aber das ist okay, Susi. Gib sie mir. Ich behebe das sofort. Auf keinen Fall, Sammy. Ich habe eine bessere Idee. Mit dem restlichen Nutella machen wir leckere Desserts. Wow. Es ist loslegen, Susi. Ich möchte Nutella-Leckereien probieren. Na dann, lass uns anfangen. Und dennoch. Alleine könnte ich mit Nutella schneller fertig werden. Hallo Leute, heute machen wir sehr leckere Nutella-Desserts. Wir beginnen mit einem Milchshake. Ein Milchshake? Cool. Auf das kann man nicht verzichten. Danke, Sammy. Immerhin ist die Milchflasche noch voll. Du verletzt meine Gefühle, Susi. Ich mach nur Spaß. Okay, wir müssen 500 Milliliter Milch direkt in das Glas mit den Nutella-Resten gießen. So. Perfekt. Jetzt müssen wir unseren zukünftigen Milchshake für 3 Minuten in die Mikrowelle stellen. Bittet einen Erwachsenen um Hilfe. Ja, ja. Seid vorsichtig, Leute. Lass mich dir helfen. Lass es uns zusammen machen, Sam. Boah, okay. Nimm es schnell. Sam, was ist passiert? Es ist heiß. Leute, nehmt das Glas nicht mit bloßen Händen. Verwendet Ofenhandschuhe. Das stimmt, Sam. Okay, jetzt schütteln wir unseren Milchshake. Schüttel gut, Susi. Wow, cool. Jetzt müssen wir nur noch das Sahnehäubchen auf den Kuchen geben. Mama, Schlagsahne. Lecker. Und der letzte Schliff. Streusel. Da haben wir's. Schau, so schön. Ich bin bereit zu probieren, Susi. Gut, Sam. Los geht's. Leute, wollt ihr mehr coole Rezepte auf unserem Kanal sehen? Schreibt eure Antwort in die Kommentare. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. So lecker. Okay, Susi. Was kommt als nächstes? Deinem Schluckauf zufolge können wir beim Milchshake aufhören. Ja, Susi, komm schon. Bis wir das nächste Dessert vorbereitet haben, habe ich wieder Hunger. Okay, lass uns weitermachen. Oh, super. Es ist Zeit für Nutella-Kekse. Sam, hast du nicht was vergessen? Oh, richtig. Toll. Es ist sehr einfach. Wir müssen ein Ei in das Nutella-Glas geben. Dann etwas Mehl. Und etwas Backpulver, damit unsere Kekse weich werden. Susi, ich habe noch weiße Schokoladenstückchen übrig. Sollen wir welche hinzufügen? Tolle Idee, Sam. Uhu! Ein paar Nüsse wären auch lecker. Hier sind sie. Ich habe mit dem Eichhörnchen um die Nüsse gekämpft und gewonnen, Susi. Oh, Sam. Du hast eine wilde Fantasie. Wir haben diese Nüsse gestern in einem Supermarkt gekauft. Ja, aber dann haben mich Eichhörnchen angegriffen. Okay, okay. Nun fügen wir auch etwas dunkle Schokolade hinzu. So, und mischen alles. Das sieht lecker aus. Cool, fertig. Jetzt formen wir mit einer Eisschaufel kleine Kugeln. Und legen sie auf das Backblech. So, das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir unsere Kekse in den auf 170 Grad vorgeheizten Ofen legen. Für 15 Minuten.
nun, Sam, ist dein Schluckauf weg? Bist du bereit zum Probieren? Natürlich! Das ist lecker, Leute. Sam, Zeit für einen Snack. Okay, die Kekse sind sehr lecker und warm. Jetzt machen wir also etwas Kaltes. Und zwar Eis am Stiel. Wow, Eis am Stiel. Was brauchst du für dieses Rezept? Ich wollte gerade zum Kühlschrank gehen. Neben Nutella, was ich schon habe, brauche ich Sahne und das war's. Nutella, Sahne. Ich bin dabei, Susi! Perfekt! Ich gebe die Sahne in das Glas. So. Jetzt müssen wir alles richtig gut mischen. Es erinnert mich etwas an den Milchshake, den wir vorhin hatten, Susi. Aber dieses Mal haben wir Sahne hinzugefügt. Jetzt müssen wir die Mischung nur noch in die Eisform gießen. Oh, Susi, es ist so kalt hier. Warte, ich will eine Decke und heißen Tee. Sam, das brauchst du nicht. Das Eis am Stiel wird von ganz alleine fertig. Du musst aber nicht zuschauen. Nein, Susi. Ich muss alles persönlich kontrollieren. Okay, wenn du so eifrig bist. Also, alles ist fertig. Jetzt warten wir etwas, bis unser Eis am Stiel gefriert. Ich bin bereit. Leute, ist der Eis am Stiel genauso wie ich? Schreibt in die Kommentare. Nun, Sam, wie geht's dir? Perfekt. Eis am Stiel, die sind fast fertig. Okay, mal sehen, was wir haben. Hier müssen wir den Stiel vorsichtig drehen, um unser Eis nicht zu zerbrechen. Und das Eis herausnehmen. Wow, toll! Es ist ein echtes Eis am Stiel. Hey Susi, ich habe mich aufgewärmt und bin bereit, dich zu probieren. Nimm es. Cool. Nun, es ist Zeit, sich ein wenig aufzuwärmen. Als nächstes folgt ein Nutella-Kuchen. Für das letzte Rezept brauchen wir... Warte, Susi. Warum brauchst du drei Mehlsorten? Sammy, das sind nicht drei Mehlsorten. Es sind Mehl, Backpulver und Puderzucker. Was? Puderzucker? Nein, nicht so schnell, Sammy. Das ist für den Kuchen. Okay. Wir brauchen auch ein Ei. Nun geben wir Mehl in die Nutella. Okay, dann etwas Backpulver, um den Kuchen luftig zu machen. Und jetzt mischen wir alles gut. Unsere Mischung ist etwas trocken. Lass uns etwas Milch hinzufügen. Lecker! Sieht lecker aus, Susi! Perfekt! Jetzt geben wir es für 5 Minuten in die Mikrowelle. Wow, Susi, hast du es gesehen? Das sah aus wie ein Vulkan. Ja, Sam, das war fantastisch. Wir müssen unseren Kuchen nur mit Puderzucker bestreuen. Wunderschön. Sam, es ist Zeit zu probieren. Hast du Platz für Kuchen? Natürlich, Susi. Sogar für 2 Kuchen. Leute, wenn ihr mehr leckere Rezepte wollt, gebt diesem Video einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Tschüss! Oh.
Das wird dich vor dieser Hitze retten. Eine kalte Wassermelone. Was? Nur eine Wassermelone? Nein. Eine Wassermelone wird nicht helfen. Und bald wird es statt Schirm nur eine Pfütze geben. Hey, Drama Lama. Weißt du, wie viele kühlende Leckereien du aus einer Wassermelone machen kannst? Nee. Dann zeige ich es dir. Hallo Leute, es ist wieder mal Zeit für Wassermelone. Seid sehr vorsichtig mit dem Messer. Bittet einen Erwachsenen, euch zu helfen. Zuerst musst du die Wassermelone in zwei Hälften schneiden. Mmh, was für ein wunderbarer Duft. Wassermelone. Ich bin startbereit. Willst du mir nicht helfen? Es ist zu heiß. Oh, ich verstehe. Ich denke, diese wunderbaren Wassermelonenkugeln werden dich schnell abkühlen. Lass es uns herausfinden. Sam, warte. Zuerst müssen wir die ästhetische Komponente dieses Gerichts herstellen. Ist du was? Und du nennst dich einen großartigen Dekorateur. Wir werden aus der Schale einen schönen Korb machen. Oh, ja. Ich bin dafür. Unser Wassermelonenkorb wird mit diesen hübschen Einkerbungen verziert. Seid sehr vorsichtig. Bittet einen Erwachsenen, euch bei diesem Schritt zu helfen. Leute, ich bin mir sicher, dass ihr alle Wassermelonen mögt. Gebt mir die Chance, meine Theorie zu bestätigen. Fertig. Es ist Zeit, ihn mit Wassermelonenkugeln zu füllen. Nur zu. Lass es dir schmecken. Und ich werde mit dem nächsten Snack weitermachen. In Ordnung. Ich verstehe. Aha. Was erforschst du da, Herr Detektiv? Meine deduktive Methode sagt mir, dass du Eiscreme herstellen wirst. Nicht ganz Eiscreme. Es wird Wassermeloneis am Stiel sein. Gibt es einen Unterschied? Nun ja. Die Zutaten für Speiseeis und... Oh, Susi. Ich mache doch nur Spaß und du willst gleich einen Vortrag über Eis halten. Und das bei dieser Hitze. Wir machen Wassermeloneis. Und es wird dich noch mehr abkühlen. So. Sehr einfach. Müssen wir jetzt warten? Was? 6 ganze Stunden? Natürlich. Das Einfrieren braucht Zeit. Fertig. Lass es uns vorsichtig herausziehen. Wow! Wow! Das ist das schönste Wassermeloneis der Welt. Abonniere unseren Kanal, wenn du noch mehr schönes Essen sehen möchtest. Mmh, lecker und so erfrischend. Ich bin so erfrischt, dass ich die nächste Leckerei selbst machen werde. Psst, ich werde euch ein Geheimnis verraten. Wie man Melone am Stiel macht, ohne sie einzufrieren. Oh, das ist interessant. Was muss ich tun? Schneide die Wassermelone entlang der Linien, die ich gezeichnet habe. Okay, ich schneide sie. Wie heißt deine Methode? Ein Wassermelonenigel. Ein wunderbarer Name. Also, was kommt als nächstes? Als nächstes nimmst du die Spieße und steckst sie in die Wassermelone. Probier es symmetrisch zu machen. Okay, ich werde mein Bestes tun. Ist es gut so? Du bist eine wunderbare Assistentin, Susi. Danke, Sammy. Jetzt musst du dir wieder ein Messer besorgen und die Wassermelone zwischen den Spießen einschneiden. So? Ja. Nicht aufhören. Und? Und das ist alles. Zieh's am Spieß heraus. Okay. Und du hast eine Melone am Stiel. Schön. Susi, ich hatte keine Ahnung, dass man aus einer Wassermelone so viele köstliche Dinge machen kann. Bist du erfrischt? Ja, absolut. Dann ist es Zeit für Experimente. Hä? Woher hast du noch eine Wassermelone? Ich habe sie versteckt. Martina und ich wollten das Wassermelonen-Experiment mit Gummibändern ausprobieren. Wie viele Gummibänder passen um die Wassermelone, bevor sie explodiert? Oh, dann gebe ich dir die Gummibänder. Na komm, lass es uns besser draußen machen. Wassermelonen-Experiment. Wir fangen an. Denk daran, dass du alle Experimente unter Aufsicht eines Erwachsenen durchführen solltest. Geh in Deckung! Sie wird explodieren! Sammy, noch nicht.
du schlecht Laune hattest, bin ich mir sicher, dass du jetzt voller Wassermelonenstimmung bist. Gib uns einen Daumen hoch und erzähl uns in den Kommentaren, welcher Wassermelonentrick dir am besten gefallen hat. Und wenn du auf die Glocke klickst, verpasst du keine neuen Videos auf unserem Kanal. Auf Wiedersehen! Was ist los, Sammy? Könntest du mir etwas für Teller besorgen? Sam, du hast so laut geschrien, ich dachte, es wäre etwas passiert. Bitte schön, Eure Majestät. Danke, Judy. Du bist die Beste. Lecker, lecker, lecker. Ja, kann ich mich jetzt wieder um meinen Kram kümmern? Ja, klar. Aber haben Sie noch ein paar Tipps übrig? Ist ja gut. Ich habe verstanden. Oh, jetzt bin ich fast glücklich. Was? Wieso noch fast? Also, wenn du mir auch ein Glas Wasser bringen könntest. Ach komm schon, Sammy. Du bist der faulste Schleim der Welt. Geh selbst in die Küche. Da kannst du lange drauf warten. Aber ich habe eine Idee. Wir brauchen uns etwas, das uns Wasser spendet, ohne von der Couch aufstehen zu müssen. Folg mir, Judy. Meine Damen und Herren, willkommen zu unserer Show. Heute werdet ihr Zeugen einer einzigartigen Erfindung. Ein Wasserspendeaus. Oh. Nutzlosem Zeug! Meine Assistentin Judy hier wird es euch erklären. Auf keinen Fall, Mr. Moderator. Du erzählst alles. Bis zum Ende. Okay. Du brauchst eine Chipsdose und eine leere Zahnpastatube. Was? Eine ganze Tube? Jetzt hast du mich erwischt, Assistentin Judy. Bisher brauchen wir nur die Kappe. Was wir dann später mit der Tube machen, wird eine Überraschung. Hallo zusammen. Ich hätte fast vergessen, euch Hallo zu sagen. Übrigens, was ich jetzt hier umkreise, ist für das kleine Ventil unseres Spenders. Leute, ich muss euch sagen, Judy vergisst oft viele Dinge. Hey, das verletzt meine Gefühle. Wann habe ich jemals etwas vergessen? Was hast du vergessen? Michi zu füttern, Martina anzurufen. Moment, ich habe vergessen, den Leuten zu sagen, dass sie vorsichtig sein sollen, wenn sie mit scharfen Gegenständen arbeiten. Komm schon, Sammy, wir alle sind mal vergesslich. Jetzt müssen wir etwas zeichnen. Wir markieren hier die Stelle für den Wasserbehälter. Ich persönlich vergesse nie etwas. Richtig. Weil du ein Superschleim mit einem super Gedächtnis bist. Übrigens, was ist das für ein Geruch? Es riecht, als würde etwas verbrennen. Oh nein! Meine Kekse! Ich sagte doch, jeder vergisst etwas. Und wir werden in der Zwischenzeit ein großes Loch in die Dose schneiden. Übrigens, Leute, schämt euch nicht, Erwachsene um Hilfe zu bitten, wenn ihr mit einem Kaffee arbeitet. Ja, ich habe nicht vergessen, es zu erwähnen. Ich kann es nicht glauben. Ich habe die Kekse in der Küche vergessen. Die sind ruiniert. Mach dir nicht so viele Sorgen, Sandy. Das kann jedem passieren. Etwas so Dummes? Da bin ich mir nicht so sicher. Natürlich. Ich werde es dir beweisen. Leute, helft Sam. Wir müssen ihn aufheitern. Kommentiert und erzählt ihm, was ihr in letzter Zeit vergessen habt. Lasst uns weitermachen. Wir wollen unsere Dose mit dieser weißen Sprühfarbe anmalen. Seid bitte vorsichtig mit solch einer Farbe. Achtet darauf, dass ihr eure Arbeitsfläche abdeckt. So. Das ist wahre Kunst. Das wird so einfarbig und langweilig sein. Ach du, Sammy. Du gehst immer so ins Detail. Ich habe keine Ahnung, warum du das denkst, Judy. Du bist kein Schleim. Du bist eine wandelnde Fete. Nein, du bist ein Partymonster. Ich bin ein Schleimstar. Wir werden die Dose jetzt trocknen lassen. Und was dich betrifft, Mister, Slimester. Herr Slim Slimester, bitte. Ja, okay. Herr Slimester, wären Sie so gütig und übernehmen die Dekoration unseres Spenders? Mit Vergnügen. Und jetzt ist Tubenzeit. Richtig. Danke, Sammy. So ist es gut. Du weißt, was zu tun ist. Ja, Captain. Das war schnell. Danke, dass du das für mich sauber gemacht hast, Sammy. Für dich immer gerne, Judy. Jetzt werden wir das Ventil für unseren Spender bauen. Wir machen einen Schnitt hier und hier. Schön. Ich liebe alle Arten von Ventilen, Rädern und Getrieben. Das letzte Mal war ich so glücklich, als wir unseren Safe gebaut haben. Erinnert sich jemand an dieses Video?
sag es mir mit einem Kommentar. Wir mit einem Save? Ach ja, da hast du die Buchstaben mit Zahlen vertauscht. Nein, nein, nicht das. Ach komm schon, Sammy. Ich sagte doch, jeder kann mal was vergessen. Okay, Susi. Ich versuche mich an diese Idee zu gewöhnen. Obwohl das nicht leicht sein wird. Guter Sammy. Hier ist unser Glas. Leute, passt auf. Es ist wichtig, die Mitte des Deckels zu treffen. Jetzt holen wir diesen Deckel raus. Schaut, das ist ein Trick, wie ihr diesen Einsatz leicht herausholt. Den brauchen wir nicht. Auf Wiedersehen! Hey, das wollte ich nicht. Oh, tut mir leid, Sam. Ich habe mich nur nicht mitreißen lassen. Erinnert ihr euch, dass ich euch gesagt habe, dass es wichtig ist, die Mitte zu finden? Das ist wichtig für die zwei Kreise in der Mitte des Deckels. Hier machen wir die Löcher für die Strohhalme von je 5 mm Durchmesser. Hey, das wollte ich nicht, Judy. Diese Schere ist sehr scharf. Und denk dran, ich bin immer bereit, die gefährlichste Arbeit zu übernehmen. Danke, mein Freund. Ich weiß das sehr zu schätzen. Aber nichts Langweiliges. Ha, ha, ha. Ja, das bezweifle ich nicht. Keine Sekunde lang. Hier ist unser Strohhalm an seinem Platz. Der Halm muss in der Mitte des Deckels sitzen. Das ist wichtig. Zeit für den ersten Test. Der sieht fast fertig aus. Ich weiß, was du meinst. Der Halm passt perfekt zum Spender. Jetzt sichern wir ihn mit Klebstoff. Übrigens, Susi, was willst du in den Spender füllen? Oh, ich würde frisches Wasser mit Minze und Zitrone hineingießen. Köstlich. Was? Das schmeckt aber nicht so gut. Warum nicht? Wasser mit Minze und Zitrone ist sehr erfrischend. Vor allem, wenn es heiß ist. Außerdem ist es viel gesünder als jede Art von Limo. Erfrischend und auch gesund. Ich denke, es ist wert, über deinen Vorschlag nachzudenken, Judy. Wuhu, bereit! Weißt du was? Das brauchen wir nicht. Ja, bitte schön, Judy. Beeilen wir uns und beenden das Bastelprojekt. Ich kann es kaum erwarten. Ich weiß, Sammy. Aber wir haben noch ein paar Handgriffe zu tun. Eins. Und zwei. Ich muss zugeben, dass die Aufkleber sehr deutlich zeigen, in welche Richtung man das Ventil drehen muss, um Wasser zu bekommen. Und ich liebe das. Okay, Sammy. Bist du bereit, das köstliche Wasser zu probieren? Es ist nicht nur köstlich, sondern sieht auch gut aus. Und es ist gesund, wie ich bereits erwähnt habe. Genau die richtige Art der Erfrischung für heiße Tage. Lass uns unseren Wasserspender ganz einfach testen. Du meinst ohne meine Damen und Herren? Ja, genau. Ohne das. Ich bin nicht sicher, ob ich widerstehen kann. Dieses Werk ist zu gut. Na los, dann mach, Sammy. Meine Damen und Herren, heute präsentiere ich Ihnen diesen fantastischen Erfrischungsspender der Firma Susi und Samstar. Susi und Samstar? Wer nennt denn seine Firma so? Toll. Nein, es ist ja, wir können den Spender nutzen. Möchtest du, Sammy? Oh, es ist schleimfastisch. So erfrischend. Danke, dass ihr heute bei uns wart, Leute. Bis zum nächsten Mal. Gebt die Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, kommentiert und sagt uns, was für ein Getränk ihr in den Spender füllen würdet. Macht's gut, Leute. Und so bestieg der tapfere Reisende die Berge. Trotz des starken Windes, der ihn fast von der Klippe pustete, blieb Sam unbeeindruckt. Hey, was ist los? Susi, wo ist der Wind? Ich kann nicht mehr pusten, Sam. Reicht das nicht für heute? Niemals. Gestern haben wir den ganzen Tag deine dummen Spiele gespielt. Heute spielen wir meine. Los, pusten! Trotz des starken Windes, der ihn fast von der Klippe pustete. Susi, verblick nochmal. Ich hab Durst. Meine Kehle ist schon ganz trocken wegen deines komischen Windes. Oh, vielleicht können wir ja einen Ventilator machen. Ein Ventilator? Gute Idee. Woraus bauen wir ihn denn? Aus diesen Dosen hier. Davon habe ich nämlich ein paar. Dann lass uns anfangen. Hey Leute, wisst ihr, was wir heute machen werden? Ein Ventilator aus Trinkdosen. Hey Leute,
Beginnen wir damit, den oberen Teil der Dose abzutrennen. Wie lange reiben wir daran? Vielleicht ein oder zwei Tage. Was? So viel Zeit haben wir nicht. Susi, das ist vielleicht zu lang. Sam, ich scherz doch nur. Schon fertig. Siehst du, wie sich das abgerieben hat? Jetzt müssen wir es nur noch reindrücken. Oh, veräpfel mich doch nicht so. Ach komm schon. Wenn du mit mir Witze machst, bist du auch kaum aufzuhalten. Jetzt halbieren wir die Dose. Seid wirklich vorsichtig, wenn ihr mit dem Cuttermesser arbeitet, ja? Die Kanten von der Dose sind auch ziemlich scharf. Also fragt lieber einen Erwachsenen, der euch dabei hilft. Sam hat recht. Wir schneiden das mit der Schere ab. Und auch ein bisschen nach. Ungefähr ein Drittel der Dose sollte reichen. So werden wir alle Dosen los. Stimmt. Und es wird auch noch cool aussehen. Ich weiß. Was machst du da? Oh, das hier? Das wird das Loch für den Motor. Cool. Also sind wir fertig? Ich pack schon mal meine Kletterausrüstung zusammen. Sam, ich zeig doch nur erstmal den Motor und wie er eingesetzt werden muss. Sam scheint echt ein neues Hobby entdeckt zu haben. Aber Bergsteigen? Ich bin bereit. Warte, immer noch nicht so weit. Was machst du denn, Susi? Sammy, dein Ernst? Wir haben gerade erst angefangen. Wie sollen wir denn jetzt schon fertig sein? Warum hast du mich denn nicht aufgehalten? Du hast mir nicht einmal zugehört und bist einfach abgehauen. Weil ich der Erste sein wollte, der den Berg besteigt. Woraus besteht er eigentlich? Aus Klamotten und Decken. Meine Klamotten übrigens. Ich habe halt nicht viele Klamotten, weißt du? Und die sind klein. Und guck mal, wie viele du hast. Ja, ich habe schon viel. Hast ja recht. Na gut, jetzt müssen wir das hier ineinander stecken. Ja, damit das funktioniert, muss man die Dose schneiden, damit der Durchmesser kleiner wird. Richtig. Aber wir haben wenig Zeit, weil du ja so ungeduldig bist. Also, zack. Das erste Ventilatorteil ist schon fertig. Super cool. Aber was ist das für ein Ding? Das wird der obere Teil des Ventilators. Hier kommt der Motor hin. Übrigens, jetzt wird's spannend. Wir basteln nämlich den Propeller. Wow, interessant. Aber das ist doch nur ein Stück Pappe. Richtig. Aber bald wird es zu einem richtigen Propeller. Das klingt verblüffend. Ich glaube, du wendest zu viel Klebstoff an. Und wo kommt es überhaupt hin? Das kleben wir jetzt erstmal nirgends hin. Den Klebstoff brauchen wir, dass der Propeller stabil wird und nicht so schnell zerbricht. Jetzt müssen wir warten, bis der Klebstoff trocknet. Aber ich puste ein paar Mal ganz fest. Jetzt, wo ich das so gut kann, wegen dir. Siehst du? Meine Spiele helfen sogar beim Basteln. Na klar. Sag das mal meinen Backen. Jetzt kleben wir die Befestigung dran und dann kommt der Propeller an den Motor. Und dann ist unser Ventilator fertig, ja? Noch nicht. Sammy, sei so gut und schneid 4 dünne Streifen aus der Dose. Kein Problem. Fertig. Super. Und ich habe so einen Kreis hier gefunden. Die Streifen kleben wir jetzt kreuz und quer auf den Kreis. Okay. Schön Zeit lassen. Dabei sollte so eine Schneeflocke rauskommen. Ist das, weil der Ventilator so stark pusten wird, dass er dich innerhalb von Sekunden in eine Schneeflocke verwandelt? Genau. Der Ventilator ist für echte Kletterer gedacht, die es auf die harte Tour wollen. Ja, klingt nach mir. Dann vergiss nicht, dich warm anzuziehen, wenn du das nächste Mal den Berg besteigst. Okay, leg das Stutzgitter auf die Dose, befestig das mit dem Ring und kleben. Versucht nicht so eine Sauerei zu machen. Sieht ganz gut aus. Ich gebe halt mein Bestes für dich. Die Überbleibsel schneiden wir auch noch ab. Seid echt vorsichtig mit der Schere. Wie cool. Ich hoffe, der Rest wird genauso schleimtastisch. Zweifelst du etwa? Klar wird das schleimtastisch. Um den Boden zu machen, brauchen wir solche Teile hier. Ah, sind hier etwa aus Papier? Falsch geraten. Sie sind nur Schablonen. Der Boden wird tatsächlich wieder aus einer Dose gemacht. Ah, na gut. Die Schablone liegt auf dem Dosenstück und jetzt... Schneiden wir es aus, richtig? Richtig. Aber erst übertragen wir das Schablonenmuster auf die Dose, damit es leichter geht. Ist es nicht leichter, einfach zu schneiden?
Wir könnten uns verschneiden oder die Schablone könnte abrutschen und dann wird das Ergebnis nicht so schön. Okay, das ist ein gutes Argument. Dann mache ich mich schon mal an die anderen Teile, während du es hier versaust. Fertig! Und überhaupt nicht aus dem Atem. Wow, das hast du gut gemacht. Die sind echt super geschnitten. Schau an. Ja, oder? Ich halt. Nun, sollen wir den Boden zusammenstecken? Keine Eile. Wir müssen die Kanten umklappen, damit die Teile gut ineinander passen. Das dauert voll lang. Oh, ich hab's. Ich mach dasselbe mit dem Rest. Susi, was ist das? Wir machen einen Ventilator und keinen Brennholzspeicher. Sammy, echt witzig. Das sind Versteifungselemente, damit sich die Teile nicht so leicht biegen. Oh, soll ich das auch machen? Ja, schau mal, wo sie sinnvoll sind und dann kleb jeweils zwei Stücke. Okay. Was? Bist du schon wieder fertig? Na, das ist doch easy peasy. Hier falten, da kleben und schon ist man fertig. Sammy, du überraschst mich doch immer wieder. Ach, das war doch gar nichts. Warte nur, bis die ganze Welt den tapfersten aller Bergsteiger bewundern wird. So langsam steckst du mich an mit deinem Enthusiasmus. Ich glaube, ich werde dir bis auf die Bergspitze folgen. Was meinst du? Aber wo finden wir einen Berg, den du besteigen kannst? Du bist so groß. Sam! Ich meine, der Stapel Klamotten ist klein und du bist normal groß. Naja gut, was machen wir als nächstes? Wir arbeiten jetzt an diesem Teil hier. Und das ist? Der Standfuß. Da müssen wir noch ein bisschen dran tüfteln. Also brauchen wir wohl die hier, oder? Danke. Wir müssen die Aussparung für den oberen Teil des Ventilators nachschneiden. So ist es besser. Jetzt stecken wir die Kabel durch das Loch und bringen sie an den Ventilatorkopf an. Perfekt. Nicht beim Kleber sparen. Das muss gut halten. Genau. Der sollte ja nicht kaputt gehen, nur weil er von der Klippe fällt. Da kommt mir gerade ein Gedanke. Wie kriegt unser Ventilator denn Energie? Gute Frage. Oh, bring mir doch das USB-Kabel von unserem alten Ladegerät. Schon auf dem Weg. Sam, wie lange noch? Komm schon. Reicht das? Das wollten wir irgendwo mal benutzen, aber haben es doch gelassen. Super. Genau das brauchen wir jetzt. Steck das Kabel durch das Loch hier. Und jetzt löten wir die unisolierten Enden. Hey, der Lötkolben ist ein gefährliches Werkzeug, da kann man sich schnell verbrennen. Also zögert nicht und fragt lieber einen Erwachsenen. Das ist schon okay. Stimmt, Sammy. Damit muss man echt vorsichtig sein. Übrigens, versucht jeweils die gleichen Farben zu löten, so kommt ihr nicht durcheinander. Jetzt kleben wir noch einen Abdeckboden, damit die Kabel geschützt sind. Und jetzt sind wir an der Ziellinie. Hurra! Wir haben es geschafft! Puh, jetzt hole ich aber meine Ausrüstung. Während Sam seine Sachen holt, teste ich schon mal den Ventilator. Der tapfere Reisende bestieg also die Berge. Susi, mach ihn an. Okay. Trotz des starken Windes stehen Frost von der Klippe. Susi, irgendwas ist falsch. Der Wind ist zu stark. Oh, Susi, Hilfe. Oh. Sam, wach auf. Bist du erfroren? Wollten wir nicht dein Bergsteigspiel spielen? Oh, Susi, ich glaube, ich habe genug für heute. Ich leg mich hin. Ach komm schon. Warum haben wir dann den Ventilator gebastelt? Na gut. Hey Leute, abonniert unseren Kanal. Macht's gut!